Gerne begrüße ich euch zu meiner Präsentation über mein Abschlussprojekt. Meine Idee war es, von Anfang an selber einen 3D-Drucker zu bauen. Das Ziel war, dass ich eigene Bauteile oder Objekte zu Hause herstellen kann. Dies war sehr kompliziert und es brauchte zusätzlich auch eine Software, um Objekte zu zeichnen und danach auch noch schlussendlich zu drucken. Ich fand die Idee schon vor langer Zeit unglaublich faszinierend. Es ist echt cool, was man mit dieser Technologie so alles drucken kann. Es ist auch so, dass ich bald meine Ausbildung als Automatiker anfange und dies damit zu tun hat. Zuerst ging es darum, den Drucker zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Anhand von einem Beispiel möchte ich euch zeigen, wie ich einen Becher für meine Stifte hergestellt habe. Für die Modellierung verwendete ich die Software Autodesk Fusion 360. Die Software kann man gratis für Hobbyprojekte benutzen. Im Sketcher skizziere ich die Form des Bechers. Ich mag es etwas geschwungen. Dann möchte ich, dass die Wandstärke 0,8 mm beträgt. Den dünnen Querschnitt kann ich mit einem Befehl einfach um die Hochachse rotieren lassen und erhalte ein Volumenmodell. Ich möchte das in Rot drucken und kann einfach ein Material zuordnen. Der Becher ist schon fertig, so gefällt er mir. Im Ultimaker Cura Programm kann man den sogenannten G-Code erstellen, damit der Drucker genau weiß, wie er drucken muss. Dazu muss man verschiedene Einstellungen machen, zum Beispiel um die Qualität zu bestimmen. Danach werden die Daten auf einen Chip geladen und beim Drucker eingelesen. Am Bedienpanel sind ein paar Einstellungen zu machen und dann kann der Druck schon beginnen. Im Zeitraffer sieht man schön, wie die Schichten von unten nach oben aufgetragen werden. Die Qualität des Drucks ist gut gelungen. Mal schauen, wie der Becher mit den Stiften aussieht. Hier ist beim Projekt eigentlich ziemlich vieles gelungen. Der Drucker funktioniert einwandfrei, die Software läuft problemlos und ich kann jetzt alle möglichen Objekte herstellen. Viele eigene interessante Druckerprojekte konnte ich bereits realisieren. Im Projekt gab es jedoch ein paar Stolpersteine, die zu erwähnen sind. Die Beschaffung des Bausatzes direkt aus Shenzhen, China, war eine große Herausforderung, speziell wegen Covid-19. Dennoch hatte ich die Dokumentation etwas unterschätzt. Damit schließe ich die Präsentation und hoffe, dass euch mein Abschlussprojekt gut gefallen hat.